Ein Ausblick auf das, was in 2 Wochen hier steigen wird, nämlich das Festival Terza Visione, das Festival des italienischen Genrefilms, das dreimal schon in Nürnberg stattgefunden hat, im Film aus dem Kom-Kino und jetzt umzieht nach Frankfurt. Ja, und ein Film, der letztes Jahr dort lief, also die Programmhefte sind auch draußen, liegen unten und oben verfügbar, gerne mitnehmen. Es sind 14 Raritäten, die zu sehen sein werden und die man vielleicht nie wieder in deutschen Kinos sehen kann. Viele waren auch noch nie in deutschen Kinos zu sehen. Also lohnt sich sehr, da in 2 Wochen sich das nicht entgehen zu lassen, dieses Programm. Muss man einfach in voller Überzeugung ja, darauf hinweisen. Genau, und wir haben das vor 3 Jahren in Nürnberg gegründet. Ich, Andreas Beilharz und Christoph Draxtra. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt da ist und eben eine Entdeckung des letzten Jahres hier präsentieren wird. Weil das, ja, das ist ein spezieller Hintergrund. Diese Kopie kann man erstens nicht mehr lange vorführen. Sie ist vom Essex-Syndrom befallen, was den Film zersetzt. Da wird Christoph gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Und es war wirklich ein ganz besonderer Akt, sozusagen diese Kopie zu reparieren. In, ja, idealistischer Selbstausbeutung kann man durchaus sagen. Viele, viele Stunden sind da reingeflossen. Und ja, man muss auch dazu sagen, also sie wird jetzt so vom optischen Eindruck, sie ist sehr stark abgespielt. Es gibt immer wieder Sprungstellen, Fehlstellen. Es ist wirklich eine Grindhouse-Bahnhofskino-Erfahrung sozusagen. Aber es ist die einzige derzeit überhaupt bekannte überlieferte Fassung dieses Films und deswegen ist man andererseits dann sehr dankbar, dass man überhaupt etwas in Händen hat, was man zeigen kann und was sehr aufwendig überhaupt aufbereitet werden musste, dass es überhaupt gezeigt werden konnte. Das vorweg, sehr schöne Farben hat die Kopie immerhin noch, weil sie auch im Technicolor-Druckverfahren in Rom im Verfahren Nummer 5 hergestellt wurde in den 70er Jahren. Damit auch eine schöne Ergänzung zur Technicolor-Reihe. Ja, und jetzt bitte ich Christoph, dass er noch auf jeden Fall einige Einblicke in seine Arbeit an dieser Kopie und überhaupt mit der, ja, beschädigten Filmkopien vermittelt. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich sollte diese Einführung ursprünglich in Englisch halten. Mir wurde jetzt gesagt, ich könnte das auf Deutsch machen, da tatsächlich keine internationalen Teilnehmer des Think Film Symposiums mehr anwesend sind, leider. Ja, womit fange ich an? Das italienische Genre-Kino war lange Zeit in den Augen der Filmkritik und vielleicht auch ein Stück weit in den Augen des Publikums Wegwerfware. Man hat in Italien bis zu 300, 400 Filme im Jahr gedreht, zu Hochzeiten der italienischen Filmindustrie in den 60er und 70er Jahren. Die 60er Jahre, in den 60er Jahren gab es ja in Italien, wie auch in Deutschland, das Wirtschaftswunder. In Italien nannte man das den Boom, was auch einherging mit mit einem Ansteigen der nationalen Filmproduktion. Und das italienische Genre-Kino wurde sehr erfolgreich in alle Welt exportiert, war aber eben immer sozusagen eher übel beleumundet. Und man hat eigentlich erst so, sagen wir mal, in den späten 90ern, Anfang der 2000er angefangen, sich ernsthaft dann mit diesem Kino zu beschäftigen, auch aus filmhistorischer Perspektive dann, es retrospektiv wieder aufzurollen. Was allerdings dann vornehmlich durch das Aufdämmern des DVD-Zeitalters bedingt wurde. Also erstmalig konnten sozusagen diese Filme umfangreicher und in halbwegs vernünftigen Fassungen, im Gegensatz zum VHS-Zeitalter, in die viele dieser Filme auch im falschen Bildformat und dann nur in synchronisierten Fassungen sichtbar waren, hat man also angefangen, dieses Kino wieder zu entdecken. Allerdings war dieser Wiederentdeckungsprozess eigentlich größtenteils in der Hand von Fans. Und dieser Umstand brachte auch eine gewisse Einseitigkeit im Umgang mit diesem Kino mit sich. Also man hat sich sehr stark auf bestimmte Subgenres festgelegt. Man war sehr interessiert an Thrillern, an Horrorfilmen, auch ein bisschen Action- und Polizeifilmen. Aber viele Subgenres sind erst so nach und nach, kann man sagen, in den letzten 10 Jahren kommen sie ein bisschen nach oben. Aber was zum Beispiel völlig unter den Tisch fällt, nur ein Beispiel, ist der Sandalenfilm, der Peplum, der bis heute sozusagen ausschließlich eine Angelegenheit für Nostalgiker ist, die das noch aus der Kindheit, aus dem Fernsehen kennen, womit man sich wenig beschäftigt und was auch im Zuge sozusagen der digitalen Restauration italienischer Genrefilme dann im Laufe der letzten 20 Jahre sehr untergegangen ist, ja. Was sehr interessant ist am italienischen Genre-Kino, dann vor allem der 70er Jahre, ist es dann festzustellen, dass in späten 60er Jahren sich eine sehr große, also eine Explosion unterschiedlichster, auch Genre-Hybride und zeitgeistig aufgeladener Filme in Italien auszumachen ist. Und man alles Mögliche probiert hat, eben auch verschiedene Genres miteinander zu verquicken, alte Genres wieder hochzuholen.
mir war immer bewusst sozusagen, dass es wesentlich mehr interessante Filme gibt, als auf dem Heimvideomarkt verfügbar sind. Und ein großes Problem, auf das man dann dabei schnell stößt, ist die Tatsache, dass natürlich dann viele dieser Filme nur in italienischen Originalfassungen verfügbar sind oder in grauenvollen englisch synchronisierten Videofassungen, eben auch im beschnittenen Bildformat Pan und Scan. Und irgendwann war für mich klar, ich muss, um tiefer in diese Materie einzutauchen und mir einen differenzierteren Blick auf dieses Kino zu verschaffen, also differenzierter als der bisherige Blick darauf, muss ich Italienisch lernen. Ich habe das dann getan, in einigen Monaten Lernaufenthalt in Italien, in Florenz. Und als ich dann wieder zurück nach Deutschland kam, war die Neugier natürlich groß. Jetzt kann ich sozusagen in meine Bibliothek italienischer Filme blicken, in denen sehr, sehr viele nicht untertitelte Originalfassungen herumlagen und konnte endlich mal versuchen, mir einen genaueren Überblick zu verschaffen. Und ein Regisseur, der mich immer sehr interessiert hatte, von dem man tatsächlich nur sehr wenige Filme eben auf DVD verfügbar waren, auch in Deutschland nur kaum Filme im Kino liefen, war Sergio Bergoncelli, der Regisseur von Christiana, Monaca Indemoniata, was so viel heißt wie Christiana, besessene Nonne. Wir haben dann beim Tazza Vision so ein bisschen sozusagen, um den Titel klangvoller zu machen, haben wir ihn Christiana die Besessene genannt, auch um sozusagen dieses Indemoniata, also vom Dämon besessen, das ist sozusagen im Kontext des Films auf die kirchliche Moral, die im Film eine sehr starke Rolle spielt, zurückzuführen, habe ich dann sozusagen, dachten wir uns, dass wir das ein bisschen abmildern. Diesen Film habe ich gesehen in einer italienischen VHS-Fassung ohne Untertitel, die das Scope-Bild des Films, also Scope ist dieses, für die es nicht genauer wissen, mehr als doppelt so breite wie hohe Bildformat, dadurch zustande kommt, dass sozusagen der Film bei der Aufnahme von einer Linse lang gezerrt wird über das 4 Perforationslöcher umfassende Filmbild und dann sozusagen bei der Projektion wieder gestaucht wird. Die Italiener haben einerseits um Filmmaterial zu sparen und andererseits sozusagen mit ihrer, gerade im Kontext des Genre-Kinos, sehr, sehr auf Geschwindigkeit und Kostenersparnis bedachten Arbeitsweise, wurde 1964, glaube ich, im Technicolor Kopierwerk in Rom, es war eines von 2 europäischen Technicolor Kopierwerken, das andere war in London, hat man Techniscope entwickelt, ein Verfahren, das sozusagen das Scope-Bild nicht durch Verzerrung zustande bringt, sondern indem man sozusagen nur auf 2 Perforationslöcher des Filmmaterials eben das nicht verzerrte Scope-Bild aufnimmt. Dadurch hat man nur halb so viel Filmmaterial benötigt und hat gleichzeitig das Problem, der bei Scope durch diesen Quetsch-Prozess häufig auftretenden Aufnahmeunschärfen minimiert. Erst beim Kopierverfahren sozusagen von Negativ dann zur Vorführkopie, zur Positivkopie, hat man dann eben die Zerrlinse wieder zum Einsatz gebracht, um den Film, wie in Kinos üblich, eben dann mit einem Anamorphoten, also dieser Quetschlinse, vorführen zu können. Ja, was wollte ich jetzt sagen? jedenfalls, nach meinem Sprachaufenthalt in Italien konnte ich also endlich mir auch das Schaffen von Sergio Bergoncelli näher ansehen, der mir immer als ein sehr merkwürdiger und kurioser Regisseur erschien. Und sah eben Christiana Monaca Indemoniata in dieser fürchterlichen VHS-Fassung und war sehr, sehr hingerissen von dem Film, sehr bewegt, sehr irritiert, sehr amüsiert. Denn es ist ein Film, der unterschiedliche atmosphärische Nuancen aufsucht, zwischen diesen atmosphärischen Nuancen hin und her wechselt, wild geworden hin und her wechselt teilweise. Also ich habe irgendwo im Netz eine Rezension gelesen, der Rezensent schreibt, der Film würde sozusagen zwischen tragischem Melodrama und Komödie in Sekundenschnelle hin und her wechseln. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich kann man Bergoncelli attestieren, dass er immer sehr, sehr freimütig sozusagen mit den verschiedenen Stimmungslagen in seinen Filmen umging. Und Christiana Monaca Indemoniata hat mich fasziniert und als dann 2 Jahre später Andreas Beilharz und ich eben das Tazza Visione begründeten, dachte ich mir, es wäre fantastisch, diesen oder einen der vielen anderen Filme, die sozusagen so ein bisschen Grenzgänger sind, die sich nicht in die sehr inzwischen leider in der Rezeption des italienischen Genre-Kinos sehr, sehr starke Schubladenschieberei und Kategorisierungswut nicht unterordnen lässt, einen dieser hybriden Filme sozusagen, die nie nach Deutschland ins Kino gelangt sind, auch mal im Kino zu zeigen, beim Tazza Visione. Und
erstmal ganz naiv, okay, wir suchen in Italien nach einer Kopie. Wir mussten sehr schnell feststellen, dass es um die archivarische Situation rund um italienische Genrefilme in Italien ähnlich schlecht bestellt ist, wie vielleicht sogar noch schlechter, wie ein deutsches Genre-Kino in Deutschland. Dadurch, dass dieses Kino immer sozusagen im eigenen Land auch als noch stärker sogar als Wegwerfware rezipiert wurde, haben die Archive auch sicherlich bedingt durch zeitgemäße Geschmacksdünkelei, also diesen Schrott, den konservieren wir nicht, ja, wir halten unseren Antonioni und unseren Fellini und unseren Rosi halten wir hoch, aber dieses Zeug, das ist nichts wert, mussten wir schnell feststellen, dass man auch von italienischen Archiven tatsächlich nicht viele italienische Genrefilme beziehen kann, beziehungsweise man bekommt dann gesagt, ja, wir haben da und davon eine Kopie, aber die können wir nicht rausgeben, weil der Zustand sehr schlecht ist, aber eine Unikatskopie ist. Die Cineteca Nazionale, die italienische Kinemathek in Rom, hat tatsächlich nur sehr, sehr wenige Genrefilme in ihrem Bestand, sozusagen dann nachgezogenen Kopien. Das sind die einzigen Kopien, die man normalerweise von dort ausleihen kann. Wir sind jetzt beim kommenden Terza Vision in 2 Wochen in der glücklichen Situation, durch die FIAF-Mitgliedschaft des Filmmuseums auch auf einige Titel zurückgreifen zu können, die normalerweise nicht verliehen werden. Ich hatte dann bei der Cineteca Nazionale auch nach Christiana, Mondaca Indemoniata, gefragt und man sagte mir, ja, da ließe sich leider nichts machen. Und das war auch bei vielen anderen Titeln, die wir angefragt haben, dann haben wir die gleiche Antwort erhalten. Und irgendwann war ich persönlich davon so frustriert, dass ich gesagt habe, gut, dann begeben wir uns mal selbst auf die Suche. Kann man irgendwo Kontakt mit Sammlern bekommen, die auch Filmkopien verkaufen? Kann man selbst tatsächlich Kopien italienischer Genrefilme aus Italien kaufen? Und irgendwann geriet ich an so einen Sammler, der auch schon von Anfang an ein bisschen dubios wirkte. Und es hätte auch irgendein anderer Film sein können. Ich hatte mir jetzt diesen besonderen Film, da ich eine große persönliche Liebe zu ihm gefasst hatte, in den Kopf gesetzt und habe ihm geschrieben, ja, es wäre schön, wenn du dich vielleicht mal nach einer Kopie dieses Films umsehen könntest. Wenn du eine findest, sag Bescheid. Und einige Monate später erhielt ich dann tatsächlich auch Nachricht von diesem Sammler, ja, er habe eine Kopie gefunden, die Farben seien sehr, sehr schön, das hatte ich schon angenommen, denn schönerweise wurde auf den italienischen Kinoplakaten immer auch das Farbverfahren angegeben, also beziehungsweise das Filmmaterial, auf dem der Film kopiert wurde. Und auf dem Plakat von Christiana Mornacca in Demoniata, das vielleicht auch schon einige von euch draußen im Foyer in der Anzeige gesehen haben, stand tatsächlich Technicolor und Techniscope. Um den Bogen auch zu meiner Beschreibung des Techniscope-Verfahrens von vorhin zurückzuschlagen. Und so ahnte ich schon, dass es die Kopie wahrscheinlich Technicolor sein würde, wenn einer auftaucht. Das war auch der Fall. Der Verkäufer schrieb, ja, die Kopie sei etwas dreckig, hätte einige Klebestellen, sei aber ansonsten in ganz gutem Zustand. Und als die Kopie dann ankam, waren erstmal die Dosen so stark verrostet, dass sie sich nicht öffnen ließen. Ich bin den Dosen mit Schraubenziehern und Messern und sonst was zu Leibe gerückt, um sie irgendwie aufzubekommen. Das war nicht möglich. Irgendwann musste ich zu roher Gewalt greifen und die Ränder der Dosen sozusagen auf den Boden schlagen, um sozusagen langsam diesen Rost zu durchbrechen. Und beim Öffnen der Dosen schlug mir dann erstmal seine Wolke beißenden Essiggeruchs entgegen und ich wusste, okay, wir haben hier eine sterbende Kopie gekauft und ganz offensichtlich sind diese Dosen seit Jahrzehnten nicht mehr geöffnet worden und der starke Essiggeruch und auch das, was ich in der Dose vorfand, legte auch nahe, dass der Film und der Rostzustand der Dosen legte nahe, dass die Kopie auch eher suboptimal, um es mal milde auszudrücken, aufbewahrt wurde, also in einer feuchten Umgebung. Und jetzt kommen wir zu dem Teil des Vortrags, der diese Bilder, die ich leider von dem Fotografen, von dem ich sie in Nürnberg anfertigen haben lassen, erst heute Nachmittag erhalten habe und nicht mehr gelegen hat, sie vorzuselektieren. Deswegen muss ich jetzt vielleicht ein bisschen hin und her schalten zwischen einzelnen Bildern, um zu demonstrieren, was ich eigentlich beschreiben möchte. Italien ist das Land, die Heimat der Stumpfklebepresse oder Trockenklebepresse, mit der man Film mittels Filmklebeband klebt. Da wird dann sozusagen durch Messerchen in dieser Presse dann beim Herunterdrücken des Hebels wird das Klebeband in den Perforationslöchern ausgestanzt und diese Klebepresse wurde entwickelt von Leo Cardozzo, einem italienischen Cutter, der unter anderem La Dolce Vita von Federico Fellini geschnitten hat und der allergisch war auf Filmkit.
Das andere Klebeverfahren bei Filmen ist nämlich das Nasskleben, bei dem man sozusagen auf einem überlappend geschnittenen Teil, also man schneidet den Film dann schon so, dass ein Perforationsloch überlappt und dann schabt man die Emulsion ab, dass sozusagen die Klebestelle dann ungefähr genauso dick ist wie der restliche Film und klebt das dann richtig mit einem Spezialkleber zusammen. Und Leo Cartozzo war auf diesen Kleber allergisch, weswegen er dann eben diese Stumpfklebepresse entwickelt hat. Und aufgrund reißender Nachfrage von Kollegen hat er diese dann patentieren lassen und in Serie herstellen lassen. Also Italien war sozusagen das Heimatland dieser Klebepresse, die sich bald auf der ganzen Welt verbreitet hat. Und deswegen hat man zu Zeiten, in denen in Deutschland Filmvorführer noch brav und zeitaufwendig mit Filmkit Nassklebestellen hergestellt hat, hat man in Italien schon mit Klebeband geklebt. Filmklebeband hält nicht ewig und ist teuer. Deswegen hat man dann in Italien und auch also überall, auch in Deutschland leider, aber besonders in Italien, kann ich nach Erfahrung mit vielen, vielen historischen Kopien aus Deutschland und Italien sagen, darauf verlegt, Filme dann sozusagen unter Schnelligkeit halber und natürlich auch, um das teure Filmklebeband zu sparen, mit Tesafilm zu kleben. Tesafilm hat wesentlich mehr Klebstoff auf der Klebefläche und ist nicht dafür gedacht, Film zu kleben. Und was passiert, wenn ein Film möglicherweise jahrzehntelang, ohne irgendwann einmal umgewickelt oder projiziert zu werden, mit Klebestellen, die aus Tesafilm hergestellt wurden, lagert, ist desaströs. Und zwar nimmt das Klebeband genauso wie das Filmmaterial selbst die Luftfeuchtigkeit auf, was dazu führt, dass dann nach und nach der Kleber von diesem Klebeband sich über den ganzen Film verteilt. Teilweise sickert wirklich der Klebstoff durch die Perforationslöcher auf unterliegende Schichten des Films, sodass dann eine Tesafilm-Klebestelle bis zu 4-5 Umdrehungen sozusagen auf der Spule Klebespuren hinterlässt. Und in diesem Zustand ist dann ein Film nicht projizierbar, beziehungsweise wenn man viele solcher Klebestellen hat, dann würde der Film im Zweifelsfall bei jeder dieser Klebestellen reißen. Ich musste dann nach und nach in mühsamer Arbeit, es war überhaupt schon ein Akt, diese Kopie überhaupt zu prüfen, denn sie war unglaublich verklebt. Also so nach und nach dämmerte mir, dass die Serie von Tesafilm-Klebestellen, auf die ich traf, einfach nicht abreißen würde. Dass sie sich durch jeden Akt hindurchzog und ich habe grob mitgezählt und das waren ungefähr pro Akt, die Kopie hat 6 Akte, ungefähr 50 Tesafilm-Klebestellen, die alle komplett neu gemacht werden müssen. Das bedeutet, man muss wirklich mit Reinigungsalkohol diese Tesa-Klebespuren abwischen. Ist auch sehr, sehr zähflüssig. Also an der Stelle, wo der Kleber aufgetragen war, muss man dann wirklich endlos rubbeln, bis man alle Rückstände entfernt hat. Und natürlich gleichzeitig darauf achten, dass man das Material nicht beschädigt dabei. Dauert ungefähr 15 Minuten pro Klebestelle. Also jetzt können Sie ein bisschen rechnen, wie lange das gedauert hat. Also ich war ein Jahr lang damit beschäftigt. Es wäre möglich gewesen, diese Klebestellen nass zu kleben, was eigentlich die elegantere Variante wäre, gerade bei einer solchen Vielzahl von Klebestellen. Ich hatte aber leider noch nie die Möglichkeit, mich damit zu befassen und es zu lernen. Also ich habe keine Erfahrung mit Nasskleben, weswegen ich dann auch gezwungen war, auch angesichts des fortgeschrittenen Verfallsstadiums der Kopie, diese Klebestellen alle wiederum mit Filmklebeband neu zu machen, was insofern keine Tragödie ist, da die Kopie ohnehin nicht mehr lange leben wird. Also der Essigtod wird die Kopie ereilen, bevor sozusagen sich diese Klebestellen wieder auflösen. Es wird allerdings aufgrund der Vielzahl dieser Klebestellen zu möglicherweise sich Schärfe mitunter verstellen. Hoffentlich nur durch die Klebestellen. Wir haben die Kopie zum letzten Mal eben vor einem Jahr beim Tazza Visione projiziert und möglicherweise hat sie sich seitdem durch das Essig-Syndrom, das ja sozusagen den Film nach und nach austrocknet, gleichzeitig nimmt er wieder Luftfeuchtigkeit auf durch diese Austrocknung, die setzt wiederum, also nicht schlagen, wenn irgendjemand hier im Raum ist, der sich besser auskennt als ich damit, sozusagen setzt dann wiederum die Essigsäure, die im Acetatfilmmaterial enthalten ist, wieder frei und der Effekt, der sich dann nach und nach einstellt, ist einer, der den Film zuerst verwölbt, was auch bei der Christiana-Kopie tatsächlich schon fortgeschritten war, als sie bei uns ankam, bis der Film irgendwann sozusagen, es ist praktisch ein Effekt fast, als ob der Film verwelken, jetzt wirbelt sich dann so auf und irgendwann kann man ihn wirklich zwischen den Fingern zerreiben, mehr oder weniger. Genau, ich möchte jetzt vielleicht noch einige Fotos zeigen von Tesafilm-Klebestellen. Das ist nicht aus der Kopie von Christiana Monaca in Demoniata, sondern aus einer entbehrlichen, sehr, sehr kaputten Kopie von Die Antwort kennt nur der Wind, der Semmel-Verfilmung aus den 70er Jahren. Aber die Situation ist im Prinzip recht ähnlich wie bei der Kopie von Christiana Monaca in Demoniata. Also Tesafilm, in dem sich dann auch sozusagen Dreck, Staub, Haare, alles, womit die Kopie sozusagen in Berührung kommt, ansammelt, hängen bleibt.
Ich habe diese Fotos, wie gesagt, nicht vorselektieren können, deswegen schalte ich jetzt vielleicht mal ein bisschen durch. Also man sieht auch hier so die Schimmern, diese Klebeschmiere. Es ist wirklich so ein Effekt von Schmiere. Und es ist auch wahnsinnig, haftet sehr an den Fingern. Es ist ein bisschen wie Harz. Ja. sowas habe ich tatsächlich in der Christiana-Kopie nicht gefunden, aber man sieht es hin und wieder einmal, ja. Ein besonderer Dank gilt auch dem Nürnberger Fotografen Achim Schäfer, der das für mich noch in letzter Minute fotografiert hat. Ja, und wie man auch sieht sozusagen, wie sich der Kleber von Klebestellen, die sozusagen dann über oder unter dieser Stelle liegen, dann auch verteilt auf dem Film. Also eine Klebestelle bringt sozusagen doppelten und dreifachen Effekt. Genau. Ja. Die Kopie von Christiana haben wir in Nürnberg tatsächlich reibungslos durch den Projektor bekommen und auch eine sehr scharfe Projektion zustande bekommen. Vielleicht hier an dieser Stelle nochmal eine Bitte an die Filmvorführerin. Durch die Vielzahl der Klebestellen und die fortgeschrittene Verwölbung des Materials empfiehlt es sich, die Schärfe auch im Akt immer mal wieder nachzustellen. Sonst verstellt sie sich immer weiter und dann ist das Bild irgendwann unscharf. Ich hoffe sozusagen, dass die Verwölbung des Materials durch das Essig-Syndrom bedingt, dass sich auch immer mehr beschleunigt. Also das Essig-Syndrom hat diese Reaktion einmal eingesetzt, beschleunigt sich immer mehr und mehr sozusagen. Es füttert sich selbst, wie man im Englischen auch sagt, und deswegen weiß ich nicht, was wir gleich sehen werden, wie sehr der Verfall der Kopie innerhalb dieses einen Jahres, die sie jetzt nur herumlag, fortgeschritten ist. Wir werden es sehen. Die Farben sind, wie gesagt, zauberhaft. Ich gehe davon aus, dass der Film, wie die meisten italienischen Genrefilme dieser Zeit, auf Kodak Negativmaterial aufgenommen wurde und nur in Technicolor kopiert wurde. Interessanterweise ist es tatsächlich so, dass zu dieser Zeit, ich weiß nicht, ob das früher auch schon der Fall war, aber zu dieser Zeit wurden Technicolor-Kopien in der Regel auf schwarz-weißem Kodak-Material kopiert. Also der Träger war schwarz-weißes Kodak-Material und man hat dann die Technicolor-Emulsion sozusagen darauf gedruckt. Und Schwarz-Weiß-Material wiederum hat sich zumindest meiner Erfahrung nach erwiesen, ist wesentlich anfälliger für das Essig-Syndrom nochmal als spätere Farbmaterialien. Weswegen leider gerade aus einem Land wie Italien, das natürlich noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen wärmer als bei uns, und viele dieser Sammlerkopien, die man dann kauft, die sind auch eben oft nur in irgendwelchen Dachböden oder Kellern aufbewahrt worden. Also in der Regel, wenn man eine Technicolor-Kopie aus dieser Zeit aus Italien bekommt, die nicht eben sachgemäß gelagert wurde, was fast nie der Fall ist, dann wird die auch das Essig-Syndrom schon haben. Deswegen ist es auch so ein Arbeiten einerseits gegen die Zeit und andererseits natürlich auch ein unverhältnismäßiger Aufwand eigentlich, weil man weiß, die Tage dieser Kopie werden auch gezählt sein, wenn man diese ganze Arbeit auf sich nimmt. Und es ist wirklich kein Spaß. Also ich habe auch tatsächlich normalerweise, wenn ich Filmmaterial bearbeite, Positivmaterial, ich habe es dann bisher immer nur mit alten Kinokopien zu tun gehabt, noch nie mit Negativmaterial, arbeite ich nicht mit Handschuhen, weil dieses extra Fingerspitzengefühl, das man dadurch erhält, durchaus wichtig ist, um auch kleinere Schäden zu spüren. Bei der Christiana-Kopie habe ich tatsächlich mit Handschuhen gearbeitet, einfach weil irgendwann meine Hände so verklebt waren, dass ich dachte, okay, ich hinterlasse klebrige Fingerspuren auf dem Film. Ja. Also das kann man sich angesichts dieser Fotos sicherlich ganz gut vorstellen. Ja, und ich glaube, Pramila, die Filmvorführerin, will mich ermahnen, zum Ende zu kommen. Genau, vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, es fehlen, ich habe die Untertitelung zu diesem Film auch selbst erstellt, damals auf Deutsch und auf Englisch, wir haben ja beim Taz sowieso mit den deutschen Untertiteln gezeigt, in Erwartung eines internationalen Publikums für das Think Film Symposium haben wir jetzt die englische untertitelte Fassung angekündigt, die werden Sie auch sehen. Durch den Umstand, dass sozusagen gerade an den Aktwechseln öfter mal mehrere Sätze am Stück fehlen, weil eben so viele Risse in der Kopie waren, so viele Klebestellen, musste ich teilweise bei der Erstellung der Untertitel auch manchmal Sätze vereinfachen oder zusammenlegen. Das wunderbare Titellied ist am Ende des Films in der leicht surrealen Schlusssequenz, in der sich alle wesentlichen Charaktere des Films in einem fast überhöhten Szenario nochmal um die Protagonistin versammeln. Dieses Titellied wird am Schluss nicht vollständig ausgespielt, weil einfach sozusagen die letzten Meter am Ende gefehlt haben. Das ist sehr bedauerlich und reißt einen aus dem Film raus, deswegen warne ich Sie schon mal vor, dass Sie sich darauf einstellen können. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne eine so gut wie mögliche Projektion, viel Vergnügen, faszinierende 1,5 Stunden mit diesem Film, und wenn jemand von Ihnen noch Fragen hat, werde ich mich bemühen, die nach der Vorführung noch zu beantworten draußen. Gute Projektion.